heiße Helene. Bin eigentlich in der Umgebung, muss ich sagen, bekannt für meine sogenannten Betty Fours. Ich mache viele kleine Mehlspeisen. Also alles, was man sich vorstellen kann. Punschkrapfen, Mokkakrapfen, Zitronenkrapfen, kleine Kokos, na, alle diese Dinge. Heute mache ich Schaumrollen, Mini-Schaumrollen mit einem ganz eigenartigen Teig, nämlich mit einem Rahmteig. Glattes Mehl, das habe ich schon durchgesiebt. Ich siebe grundsätzlich jedes Mehl. Eine Prise Salz. Ich finde, das macht den Teig irgendwo geschmackiger. Butter, die habe ich ein bisschen vorher aus dem Kühlschrank genommen, denn sonst ist es ja so hart, da kann man es ja gar nicht schneiden. Gramm glattes Mehl, 170 Gramm Butter werden mit 100 Gramm Sauerrahm und einer Prise Salz von Helene gut durchgeknetet. Man muss den Teig natürlich gut kneten, damit er schön glatt wird. Das ist eigentlich bei allen Teigen. Wenn ich einen Teig ziehe oder sonst was, wenn er nicht glatt ist, dann wird er rissig und brüchig. Und der Teig wird ja dann dünn ausgewalkt und dann rausgeradelt, die kleinen Streifen, und dann aufgezogen auf die Formen. Das ist dann eigentlich das Spannendere. So, ich glaube, der Teig ist jetzt fertig. So gebe ich den jetzt hinein und ab damit in den Kühlschrank. Meine gepriesenen Schaumrollenformen, schau. Und die, da brauchst du nichts machen, gar nichts einfetten, gar nichts. Die druckst nämlich da so leicht zusammen und kannst den Teig rausziehen. Ich habe dann, wie meine Mutter gestorben ist, dann noch ihre restlichen geerbt, so quasi. Jetzt habe ich, glaube ich, 80 so kleine. Backpapier wird passend zugeschnitten, dann trennt Helene ein Ei in Eiklar und Dotter. Den Dotter benötigt sie dann zum Bestreichen der Schaumrollen, damit sie eine hübsche Farbe bekommen. Der Teig hat jetzt mindestens 30 Minuten im Kühlschrank geruht und kann jetzt verarbeitet werden. Du kannst ihn aber auch gerne über Nacht im Kühlschrank ruhen lassen. Und jetzt tupft er auf ins Wasser, wie sagt man so schön. Langsam und gleichmäßig wird der Teig jetzt ausgerollt. Zwischendurch immer wieder mal bemehlen, damit er sich schön dünn ausrollen lässt und er nicht kleben bleibt. Und jetzt mache ich da solche Streifen. So einmal ein paar, so. 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 Und so. Das ist der Rohteig einmal für die Schaumrolle. So. Und jetzt kommt eigentlich die meiste Arbeit, da wird jetzt jedes so aufgewickelt und so gezogen. Das ist von meiner Mutter. Woher meine Mutter das Rezept hat, weiß ich nicht. Diese ganzen Betty Fours, diese kleinen Kekse, sind alle aus Spülerei. Also für die schnelle Küche ist das nichts. Ja, so schaut das halt dann aus. So, den gebe ich weg. Dann machen wir dann, gibt es immer so die nicht ganz passen, die kommen halt dann am Schluss, während die dann noch die Reste noch mit zusammengearbeitet. Die entstehenden Teigreste werden alle nochmals miteinander verknetet und wieder dünn ausgerollt. Alles wird hier verwertet. Backrohr wird auf 220 Grad Ober-Unterhitze gut vorgeheizt. Und jetzt kommt der große Besen. Alle Teigröllchen werden mit Eidotter jetzt gleichmäßig abgestrichen. Ab ins Rohr. So, beim Backen muss man jetzt aufpassen und immer schauen. Nach 18 Minuten Backzeit sind die ersten Schaumrollen schon etwas dunkel. Helene holt diese mit einer Fleischgabel aus dem Backofen. Den Rest lässt sie weiter backen. So, schauen die dann aus.
Nach insgesamt 25 Minuten Backzeit sind jetzt alle Schaumrollen schön braun. Sie sollen braun und knackig sein, dürfen aber nicht dunkel werden, sonst schmecken sie bitter. Das geht unheimlich, du brauchst gar nichts machen, also bleibt nichts drauf. Die nimmst du so raus und die ziehst du raus, ohne irgendwas. Schau mal, wie die schön gehen. Dicke Seite hinten musst du anfangen und rausziehen. Und schau, wie schön das geht. Ohne irgendein Problem. Bringst alle raus. Ja, die sind schon nur sehr heiß. Aber so schauen sie dann aus. Helene gibt jetzt noch ein zweites Eiklar zum ersten Eiklar in die Schüssel dazu. Zu den zwei Stück Eiklar kommen jetzt 120 Gramm Staubzucker. Das wird jetzt alles über einem Wasserbad schaumig geschlagen. Das wird jetzt einfach geschlagen. Du musst es dann stehen, so die Zipfel so runter machen, dann ist es gut. Den nehmen. So. Ich habe nämlich auch speziell für die Schaumrollen auch so einen langen, aber da blockt sich der Ort beim Reindrücken, das braucht es, dass ich das lieber von zwei Seiten dann machen, mit der Dünne machen. Aber das sieht man dann eh, wie das gemacht wird. So, das kommt einfach hinein da in die Geschichte und das hat sie schon. So. So. So ist es dann fest durch. Die steif geschlagene Zuckereiklermischung wird jetzt in den Dressiersack gefüllt. Und jetzt geht's los mit dem Füllen. Ups. So werden sie jetzt gefüllt. Also die macht es lieber zweimal von beiden Seiten. Und du kannst schon die erste kosten. Um keine klebrigen Hände zu bekommen, wird der Dressiersack kurzerhand an einem Küchenschrank aufgehängt. Das klappt ganz wunderbar. Aber ein Zuckerbäcker darfst du das nicht zeigen, der wird verrückt. Ich mache meistens so, wenn ich mache, so 80 Stück ist so meine normale Ration, sage ich einmal, wenn ich es mache. Mit einem Pfannenwender drückt sie den letzten Rest der Masse aus dem Dressiersack. Das sind Mini-Schaumrollen à la Helene und ich wünsche viel Spaß beim Nachbacken. Oma Helene und ihre knusprigen Minischaumrollen sind einfach fantastisch. Guten Appetit und viel Spaß beim Nachbacken. Abonniere die Omas und danke fürs Zusehen. Bis bald.